Ja, Russland, willkommen. Durch die Nacht. Ja, 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 wer hätte das gedacht? Bald brennen ihre Sohlen und verschwindet ihre Macht. Schick den Teufel zum Teufel, mal die dich an die Wand. Mach Sorgen, die Musik aus, nimm die Hoffnung an Land. Küss sie zart und zieh sie zu dir rüber. Flüster ihr ins Ohr und so kommt sie ganz schnell wieder. Flug war sehr entspannt. Hab ich eigentlich auch nichts anderes erwartet. Wenn wir angekommen sind, stand unser Shuttle schon bereit, sind wir eingestiegen, losgefahren und eineinhalb Stunden später waren wir hier auf dem Zimmer. Alles gut. Am ersten Abend nach dem Einchecken im Hotel sind wir dann mit unseren russischen Freunden und mit dem gesamten Team in ein russisches Restaurant gegangen und haben da unsere Ankunft gefeiert. Der größte Ruhm bleibt nach dem Fallen aufzustehen. Guter Rat ist teuer, auch der von dir, egal von wem. Auf die Freundschaft. Deutschland und Südtirol. Genau. Lieber falsch und dafür laut als tote Stille. Ja, heute werden wir mal ein bisschen die Stadt ansehen. Wir fahren jetzt mit der bekannten U-Bahn in die Stadt rein. Die ist ja auch wunderschön anscheinend und mal schauen, was wir so alles sehen da. Wir sind sehr gespannt und freuen uns drauf. Wieder Wurm im See und da Holz wie ein Lauffeuer ohne Quelle. Steht dazu wieder kalt für alle Fälle. Ist so typus unbekannt. Moskau, natürlich auch ultra anders ist als beispielsweise zu Hause. Es sind überall, nennen wir die einfach mal Helden an den Häuserwänden, an den Dächern da oben. Ist wirklich sehr, sehr imposant gebaut, aber sehr, sehr groß, schwer. Irgendwie denkst du immer, das ganze russische Volk, glaube ich, identifiziert sich oder soll sich damit identifizieren, was die Geschichte einst gebracht hat. Ihr werdet das auch sehen und staunen, wie viel hier echt solche Männchen rumlaufen oder beziehungsweise wie viel solche Statuen stehen. Es wird nicht gekleckert in Moskau, wie man sieht. Wir sind gegen Liebe, wir sind gegen Liebe, wir sind die gegen Liebe. Mit einem zweisamen Herz und füttern Engel und füttern Teufel mit Schmerz. Sauber vor allem, was mich sehr beeindruckt hat, also ob du in die U-Bahn gehst oder auf der Straße, da liegt kein Müll rum, das ist schon echt nicht schlecht. Das Essen ist fantastisch und natürlich die Leute sind auch super. Total sauber, du findest nicht ein kleinen Fetzen Papier auf der Straße oder nicht einen Zigarettenstummel, das ist schon Wahnsinn. Es hat sich für mich allein schon deswegen ausgezahlt, hierher zu kommen, weil ich einfach total viel gelernt habe. Auch Dinge, die gar nicht stimmen, und zwar diese Sache, dass jeder Russe Wodka trinkt. Das ist scheiß Blödsinn, stimmt überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben mehr Wodka getrunken als die Russen derzeit. Und es gibt schöne Autos, nämlich die E-Klasse. Ich habe mein Traumauto, wie ihr vielleicht wisst. Und von denen sieht man ziemlich einige. Also es gibt hier Leute, glaube ich, mit richtig viel Asche. Also ich lasse das jetzt mal alles sacken, freue mich jetzt aufs Konzert und danach erzähle ich euch, wie das war. Aber zum Schluss muss ich sagen, ich komme 100% wieder nach Russland und auch nochmal nach Moskau. Allein schon meinen Liebsten zu zeigen, was sie hier heute verpasst haben. Also sehr, sehr dankbar, geiles Gefühl, geile Stadt. Traumhaft schon. Unsere Engel und Teufel, sie bleiben unumgänglich. Ja, dann abends gab es ein Treffen mit den Fans.
sei es mit den Deutschen als auch mit den russischen Fans, die sich ja wahnsinnig freuten, wobei die kein Englisch können, wir ja auch nicht viel. Und da war ein bisschen schwierig, sich zu verständigen, aber die haben sich mit dem Foto so gefreut. Uns können nur die Besten, die sich uns leisten können, haben. Also, raus aus der Asche, hört und seht ihr. We have some presents for you. Oh, thank you. Some traditional Russian presents made by our hands, handmade. And a drink, now you have fried vodka. Please open it and you will see the bottle. The bottle. Alles okay, alles okay. Es tut gar nicht so weh. Es fühlt sich gut an. Traditional too. Матрешка. Матрешка. Эксклюзив. Эксклюзив, handmade. Hey, yeah, oh, yeah. That's yeah. Right. Open, oh. Open it, guys. Ручка. Oh. All of you, all of you. Oh. Ja, ist das geil, ja. Da fahren stattdessen mit fadem Fressen durch das Land. Kein Wunder, denn die Massen, wie ich hab so gelernt, hab so verlangt. Darum! Dann haben wir alle zusammen noch ein paar Bierchen gedruckt, ein bisschen gefeiert, ganz gemütlich zusammengesessen und ein bisschen paar Gespräche ausgetauscht. Also war ein schöner Empfang für alle, glaube ich, gestern. Ein gemütliches Beisammensein. Das ist das, was uns aus Europa sagt! Deshalb immer weiter zocken, dass wir den Pogo so lieben und Konzerte geben. Denn diese Band, sie ist unser Leben, von klein auf geil und von Starlüre. Привет, Германия! Передаем все привет из Москвы. Сообщество фенов Фрайвильд. Здесь Москва, здесь Сибирь, здесь люди из самых разных регионов страны. Приехали сюда, потому что это первый визит группы Фрайвильд в Москву, и мы все должны быть здесь. Привет, Германия и все фанаты Фрайвильд. Мы очень рады, что завтра будет концерт. Мы этого очень долго ждали, чтобы Фрайвильд выступил в Германии. Unser Feuer ist die Freundschaft, das uns jahrelang erwärmt. Auf dieser wunderschönen Erde haben wir uns kennengelernt. Wasser auf der Stirn beim Live-Konzert. Durch eure Anwesenheit, da fühlen wir uns. Для нас приезд каждой немецкой группы – это отдельное радостное событие для фанов немецкого рока в России. Нас очень мало, вот, но тем не менее мы есть. Мы обожаем немецкую сцену, мы ее поддерживаем всячески, как можем. Вот. Хотелось бы выразить огромную благодарность группе Фрайвильд, что они действительно пошли на такую авантюру, приехали в нашу замечательную страну, в сердце нашей страны, в нашу столицу Москву. Мы очень довольны общению с немецкими фанатами, с группой, со всеми. Давайте, пост! Прост! На здоровье! Geil, richtig, richtig geil, hat Spaß gemacht. Ich bin tierisch froh, dass wir da sind. Und ich würde mich tierisch freuen, ja, wenn es die Leute natürlich auch so empfinden. Und wenn wir nächstes Jahr vielleicht oder übernächstes Jahr wieder in Moskau spielen könnten,
Und echt, es waren auch für mich tierisch viele Leute da. War alles besser als erwartet. Total zufrieden, wirklich. Geil, Russland. Sehr schön. Dass wir immer weiter rocken. Also wir haben uns von dem Konzert selber haben uns ja eigentlich nicht viel erwartet. Wir dachten, da kommen vielleicht ein paar Deutsche, ein paar Russen. Aber dass dann wirklich so viele Menschen gestern Abend in der Halle waren, das hat, ja, es war schon cool. Lügen, die uns eigentlich gar nicht gebühren. Es ist wirklich fein, ein Teil von Freiwillig zu sein. Ja, Russland, es war traumhaft. Ihr habt ein schönes Land, ihr habt schöne Menschen, ihr habt gutes Essen, ihr habt einen guten Musikgeschmack. Und ja, es war eine traumhafte Reise mit einem geilen Abschluss, einem geilen Konzert. Und wir kommen wieder, keine Frage.